Hallo und willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Ich habe hier jetzt gerade mir mal über Quick Match einen kleinen Server gesucht im Modus Blood Money. In diesem Modus geht es darum, dass irgendwo Vaults, also mehr oder weniger Tresore sind. Einer ist zentral und beide Parteien, also die Polizisten, versuchen das Geld hier sicherzustellen und die Räuber versuchen es natürlich zu klauen. So, sprich, hier sind noch nicht genug Spieler, wie es ausschaut. Schauen wir mal, jawohl, jetzt geht's los. Genau, hier ist dieser Vault in der Mitte und das hier sind die gegnerischen, das hier ist der gegnerische Vault, das hier ist der eigene Vault, wo man das Geld hinbringen muss. Sprich, man begibt sich in die Mitte, nimmt dort Geld mit und versucht es dann in seinen eigenen Tresor zu bringen. Das Spannende an der Sache ist jedoch, dass es nicht nur hier diesen zentralen Punkt gibt, sondern dass der Gegner auch aus dem eigenen Vault, sprich aus der eigenen, ich nenne es jetzt einfach mal Sicherungsstelle, natürlich versuchen kann, das Geld zu klauen. Einfach durch einen Raid an der Stelle. Und das scheint auch tatsächlich ganz gut zu funktionieren. Zumindest war ich jetzt auch gerade so weit, dass ich in so einem Raid drin war. Okay, erster Tod, wunderbar, nichts getroffen, schön, schön. Genau, auf jeden Fall hier so gibt es drei Punkte, wo wirklich die Post abgeht. Rundrum ist eher wenig los, würde ich mal sagen. Also es ist ein relativ langes Intervall, bis man hier spawnen darf. Ich glaube, es sind sogar 10 Sekunden. Und so ganz insgesamt spielt sich das relativ ruhig, finde ich. So, schauen wir mal, ob wir da drüben endlich mal einen treffen. Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh. Ah, okay, Helikopter von hinten. Jetzt wollte ich mir nämlich gerade ein Medpack, ein Medikit hinlegen. Ja, egal. Cool finde ich auch, dass man jetzt tatsächlich auch sieht, wo man getroffen wurde. Schauen wir mal, komme ich hier in die Mitte rein? Nein, eher nicht. Steigen wir mal bei ihm hier ein. Ach so. Okay, da konnte ich jetzt gerade nicht wirklich viel machen. Bäh. Hier wird schon wieder scharf geschossen. Unglaublich. So. Schauen wir mal. Das Schöne ist, das Spiel hier spielt sich exakt so wie auch Battlefield 4. Also ganz exakt so. Steuerung ist genau die gleiche. Das macht es sehr einfach für den Einstieg. Das Einzige, was ich jetzt vergessen habe, ist Dings. Jetzt steigen wir mal hier auf dem Motorrad. Wuhu. So. Genau. Wusste ich doch, dass der nicht zu mir gehört. Blöd. Jetzt habe ich da so ein schönes Motorrad gehabt und Gott, ich bin schon wieder so am Ablosen. Ich habe noch keinen einzigen Kill, aber ja, Kill Assist, super. So. Jetzt konnte ich wieder deployen, wunderbar. Also, die Map hier schaut echt ziemlich lässig aus. Spielt sich auch ganz gut. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hin muss. Hier hin irgendwo.
Und es geht hier auch schon wieder ganz gut zur Sache. So. Naja, dann halt nicht. Ja, schön, egal. Aber jetzt so insgesamt, also hier mit 32 Spielern, es spielt sich relativ ruhig, sage ich jetzt mal. Also, es ist jetzt... nur bedingt schnell. Also das kenne ich jetzt von Battlefield 4 definitiv anders. Da fliegt gerade eine Granate. Nee, schlimmer. Mit einer Stinger oder was auch ich, was weiß ich. Was das gerade war. Auf jeden Fall, man sieht schon, hier geht ganz schön gut die Post ab. Und genau, das ist jetzt hier in der Mitte. Aber nichtsdestotrotz, es wirkt relativ gemächlich. So, schauen wir mal, da hinten wird gefeuert. Ah, voll daneben gezielt. Nicht mal ein Kill-Assist. Eieieiei, was für eine schlechte Statistik. Unglaublich. Aber ich werde mir hier jetzt nochmal so ein Motorrad holen. Und mal versuchen, zur gegnerischen Vault zu fahren. Sofern ich den finde. Das ist natürlich die große Voraussetzung dafür. So, gute 100 Meter sind es noch. Was war das jetzt gerade? Jetzt ging es gerade nicht weiter. So, einmal schnell hier Geld aufnehmen. Noch ein bisschen Geld aufnehmen. Noch ein bisschen Geld aufnehmen. So, schauen wir mal. Boah. Es steuert sich einfach nur verdammt schwierig. Hey. Und ich weiß gerade auch überhaupt nicht, wo ich hin muss. Hier jedenfalls nicht hin. Eieiei. Da hinten ist was blau. Ne, da ist auch die Map schon wieder aus. Ah Mann, da ist der blaue Kringel. Jetzt habe ich ihn gesehen. Und da versucht auch jemand mich wegzusnipern. Bei meinen Fahrkünsten ist es jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das passiert. Oh, das war's auch schon. Ja, wunderbar. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das Geld da jetzt gerade abgeliefert habe oder nicht. Könnte sein, weil es direkt danach war. Auf jeden Fall, bei Blood Money gewinnt das Team, das als erstes 5 Millionen Dollar sicherstellt. Das waren jetzt in diesem Fall wir, die Kriminellen. Oh, ich war gar kein Cop, interessant. Und genau, man sieht schon in der Mitte, bei diesem zentralen Geldlager geht's ganz schön ab. Bei den anderen
kann man wunderbar Raids fahren. Also da kann man auch jede Menge Kohle rausholen. Ist natürlich schwierig, weil da wahrscheinlich auch der gegnerische Spawn relativ nah ist, denke ich jetzt mal. Auf jeden Fall, es macht durchaus Spaß. Aber so aktuell, es wirkt ein bisschen langsam. Also, wenn man jetzt Battlefield 4 gewohnt ist, das ja wirklich teilweise abgeht wie noch was, wo du noch nicht mal wirklich 3 Meter gelaufen bist und schon 10 Tode gestorben quasi. Ist schon ein gewisser Unterschied. Also, es kommt mir jetzt echt wie so ein, ja, gemütlicher Zwischendurch-Shooter vor, gerade eben. Aber es sieht tatsächlich auch schon gut aus. Es spielt sich jetzt auch gar nicht mal so schlecht, durch das auch bedingt, dass die Steuerung einfach wunderbar funktioniert schon. Gut, zum Balancing der einzelnen Fahrzeuge und so kann ich jetzt noch nicht wirklich was sagen. Für das war ich jetzt auch tatsächlich einfach gerade zu wenig noch unterwegs, sage ich jetzt mal. Aber ja, nee, also es macht definitiv Spaß. Ah, hier muss man sagen, dass man fertig ist. Interessant. So. Dann schauen wir mal, wo bin ich denn gespawnt? Ah. Jetzt. Hallo? Fährst du? Okay. Jetzt fährt er. Wunderbar. Oh, der fährt einen noch größeren Stoß zusammen als ich. Ist ja unglaublich. Ich dachte, das geht nicht. Ja. Genau, immer brav spotten. Okay, jetzt hat man irgendwas. Wahrscheinlich irgendwie dem. Wahrscheinlich war das die eigene Motorhaube. So. Okay. Enemy Vault. Da ist aber noch nichts drin. Das ist gerade eher unergiebig. Und ja. Aber ich habe ihn wenigstens getroffen. Aber natürlich auch wieder das Spotten vergessen. Ja, völlig klar. So, aber jetzt schauen wir mal hier ganz kurz. Customize. Was kann ich denn hier schon machen? Nee, Operator passt. Hier, Primary Weapon. Nehmen wir mal hier die. Oha. Die G36C. Ja, die will ich kaufen. Kann man die noch? Ja, die kann man noch customizen. Würde ich mal sagen, was nehmen wir denn hier? Das. Nee, nicht das Laser Sight. Hier, no accessory. Flashlight, Tactical Light. Alles doof, Laserseite ist eigentlich ganz in Ordnung. Irgendwie komme ich hier mit dem noch nicht so ganz zurecht. Barrel. Gibt's noch keine? Back. Ah, okay. Stubby Grip. No Attachment. Das passt soweit. Hier, Optik ist auch noch gleich. Gut, damals Dings. Wunderbar. First Aid Pack auf 3. Das ist hervorragend. Schauen wir mal, Gadget 2, nehmen wir mal. Was nehmen wir denn da? Kaufen wir mal ein Revive. So. Schaut doch auch ganz gut aus. Granaten. Gibt's noch nicht so wahnsinnig viel. Und ja, ein Messer kaufen wir uns auch noch. So. Hervorragend. Dann hier. Back. Und weiter geht's. Ja. Das schaut doch gleich wesentlich besser aus. Es dauert ja ewig, bis man die Waffe hier im Anschlag hat.
warum laufe ich hier eigentlich drum rum? Ich könnte ja auch einfach drüber springen. Da kommt gerade einer runter, glaube ich. Oder irgendwo läuft hier einer. Oder ist gelaufen. So. Oder auch nicht. Ah ja, nee, das geht doch ganz flott. So. Ja, wunderbar. Aber hier ist jetzt gerade nur bedingt was los. Also eigentlich gar nichts. Ah, okay. So, revive. So, wenigstens habe ich einen wiederbelebt. Das ist doch schon mal etwas. Keine Punkte gemacht. Aber, ja, gut, gut. So, deploy, weiter geht's. So. Ja, schön. Kommt der Gegner von hinten, weil beide irgendwie lustig da rausschauen. Oh, cool. Die Screens zeigen die real, also gerade Real-Time-Spielgeschehen. Das wäre ziemlich lässig. Ah. Das ist unglaublich, Mann. Ich schaue immer erst, oh, ist das einer von uns? Ist das einer? Ist das einer von uns? Oh, nein, doch. Ah, scheiße, tot. Das Schlimme ist, ich mache das immer wieder. So. Ha, ich habe Geld dabei. So, gleich mal ein Revive. Ah, Laser Trip Mine. Ich dachte mir gerade noch, da ist doch irgendwas rot. Okay. Ganz fieses Ding. Echt jetzt? So. Weiter geht's. Oh, und da war es auch schon wieder die Runde. Unglaublich. Your team lost. Diesmal haben die Banditen gewonnen, die Criminals. Und ich habe keine Punkte gemacht, weil ich mehr mit Reden beschäftigt war als mit Spielen. Ja, auf jeden Fall, das war's mit Blood Money. Der nächste Modus wird Haste und ich bin schon sehr gespannt drauf und ich würde dann sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Also, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.